Die neue EU-Mittelmeermission IRINI ist beschlossene Sache. Der Europäische Rat gab bekannt, alle 27 Mitgliedsländer hätten der Operation, die am 1. April beginnen soll, jetzt auch schriftlich zugestimmt. Mit IRINI soll in erster Linie das seit Jahren brüchige Waffenembargo gegen Libyen überwacht werden. Und zwar auf dem Meer, aus der Luft und per Satellit. Ich freue mich, sagen zu können, dass sich die Mitgliedstaaten auf viele spezifische Einzelheiten geeinigt haben, um die Operation IRINI zu starten. Wir haben wiederholt gesagt, dass nur politische Lösungen und die Einhaltung des Waffenembargos der Europäischen Union und der Vereinten Nationen die Lösung für die libysche Krise sind. Die Teilnehmer der Berliner Libyen-Konferenz hatten sich im Februar auf die vollständige Respektierung und Umsetzung des UN-Waffenembargos geeinigt. Zeitgleich mit dem Beginn von IRINI wird die EU-Mittelmeermission Sophia eingestellt. Neben der Überwachung des UN-Embargos sollen durch IRINI auch Informationen über illegale Ölexporte aus dem Bürgerkriegsland gesammelt werden.